Hallo zusammen, Plekvetica hier und es ist der Wahnsinn. Das Jahr ist schon wieder durch und was dieses Jahr alles gelaufen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Insgesamt 111 Events waren wir und haben dabei über 9250 Fotos gemacht von insgesamt 466 Bandauftritten. 637 Fanpics hat es dabei gegeben und da bist du sicher auch hier auf dem einen oder anderen drauf. Geh doch mal auf Plekvetica schauen. Ob jetzt die Zuwachse bei den Leuten von 3 auf 17 Leute sind wir angestiegen. In diesem Jahr haben wir 16 CD-Reviews geschrieben und insgesamt 67 Videos auf YouTube veröffentlicht. Von diesen 67 Videos waren 56 Interviews gewesen und auch bei den Abonnenten haben wir einen Zuwachs von 348% auf heute 477 Abos können machen. An dieser Stelle also merci vielmals für das Abonnieren. Der Wahnsinn! Wir haben insgesamt ein Wachstum von 80% auf 1350 Fans. In diesem Jahr haben wir auch 252 Posts veröffentlicht, wo 1688 Likes, 153 Kommentare und 284 Shares erzielt haben. Zu unseren Highlights hat das Metzger-Festival gezählt, Chateau de la Batia, richtig coole Location, und also vor allem unsere neuen Partnerschaften mit Metal Storm, mit den Basilisk Destroyers, mit dem Road Rage Booking und dem Manuel Pop. Zudem haben wir dieses Jahr mal auf der anderen Seite dürfen stehen und beim Radio Blitz ein Interview gegeben und natürlich wie immer die schönen, vielen coolen kleinen Konzerte, die wir dieses Jahr waren. Und ein fettes Messi geht an alle, die uns auch dieses Jahr haben unterstützt. Unter anderem Good News Productions, Ticket Corner, Kiff, Metal Mayhem, Red Bull, Landsburg, Musikboard, Artboard, Feldhus, Brücke, Werk, Baden, Bonebreakers, Ball Events, Metal Scar Festival, Summer Casino Basel, Metal Marmot Festival, Iron Key, Engelsanz, Mesof, Road Rage Booking, das auch ein Spiel, das weiter nicht mehr gibt, Greenfield Festival, Amor Islands, Galvanic Zug, Impericon Festival, Full Falis, Schuhe Luzern, Metal Storm, Ferdo Luzern, Zertifikat, Hollerhauer in Zug, Garde Lyon in Wien, Hardcore, Industrie 45, Kulturwert 118 Sourcen, Cocktor in Olten, Estes Ministore, Vipus Luzern, Hoffmann Solothurn, Provisorium 8 in Olten, Frankfurt Stanz, Dark Art, Ritual Booking, Gimmel, Wert 21 in Zürich, Hall of Fame in Metzikland, Complex 457 in Zürich, Kulturhauer in Höng, Swiss Metal Masters, Basilisk Destroyers, Belenus Festival, Manuel Pop in San Maurice, Eiser Kring, Gasfest und Band, Headbangers Ball Band, 36-2, ABC Productions und Mainland Music. Und natürlich alle, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe und die grossartigen Bands, die wir dieses Jahr erleben dürfen. Und natürlich die Fans.